Hallo, ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ich einen zweiten Faden in einer zweiten Farbe hinten mitführe über eine längere Strecke, also hier über 7 Maschen. Ich stricke hier gerade den Selene Sweater von Anne Wenzel und ich bin hier bei diesen weißen Dreiecken und ich bin an der Stelle, wo ich hier immer 7 weiße Maschen rechts stricke, dann kommt eine dunkelblaue und ich möchte nicht, dass hinten der Faden hier, der dunkelblaue, hier über 7 Maschen geführt wird. Das stört mich. Ich trage also hier der Einstieg, seht ihr, ist relativ eng und ich trage Ohrringe und ich möchte nicht, wenn ich einen Pullover dann ausziehe, mich mit meinen Ohrringen hier in diesen langen dunkelblauen Fäden dann verhaken. Und ich möchte ja sowieso noch lange was von diesem Pullover haben und ich glaube, dass es einfach für seine Langlebigkeit besser ist, wenn jetzt hier hinten das eben nicht so lang ist. Und deswegen verstricke ich das direkt. Also ich zeige euch hier nochmal, das ist meine Rückseite. Also hier hängt nichts lang rum, ja? Und das hier ist meine Vorderseite. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Also ich bin an der Stelle, wo ich hier kurz nochmal eine dunkelblaue Masche stricke und jetzt geht's los. Jetzt werde ich 7 weiße Maschen stricken und den dunkelblauen Faden sozusagen da so mit rein stricken. Ich mache das so. Die erste weiße Masche, die stricke ich ganz normal. Achtung, einmal weiß. Die nächste, da steche ich hier ein, wie ganz normal zum Rechtsstricken, lege aber den dunkelblauen Faden zwischen meine beiden Nadeln. Dann lege ich den weißen Faden ganz normal zum Rechtsstricken hier rein, lege den dunkelblauen Faden wieder zurück und stricke die Masche ab, so dass ich den dunkelblauen Faden hier verhakt habe und mitgeführt habe. Die nächste Masche ist ganz normal eine rechte Masche und der blaue Faden wird einfach mitgenommen sozusagen hinten dran. Und dann geht es wieder los. Es sind immer 2 Schritte. Also der Schritt, ich steche ganz normal ein zum Rechtsstricken, lege den dunkelblauen Faden zwischen die beiden Nadeln, lege den weißen Faden zum Rechtsstricken dazwischen, lege den dunkelblauen zurück und stricke die Masche ab. Die nächste Masche ist ganz normal eine rechte Masche, so wie immer. Und dann geht es wieder los. Ich steche zum Rechtsstricken ein, lege den dunkelblauen Faden dazwischen, lege meinen weißen Faden dazwischen zum Rechtsstricken, ganz normal, lege den aber wieder zurück, sodass er sich sozusagen da verhakt hat und stricke die rechte Masche ab. Und die nächste Masche ist wieder eine ganz normale weiße Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich stricke jetzt noch die blaue und dann zeige ich euch, wie das hinten aussieht. So, jetzt einmal die blaue. So, und jetzt drehen wir das Ganze um. Und so sieht das aus hier hinten. Also man sieht hier die 7 weißen Maschen. Und der dunkelblaue Faden, der müsste ja normalerweise jetzt hier hängen, hätte ich ihn nicht verstrickt oder hier rumgeführt werden. Und man sieht, dass der dunkelblaue Faden hier schön verstrickt worden ist, aber es ist überhaupt gar keine Spannung drauf. Ja? Also ohne Spannung habe ich den dunkelblauen Faden hier einfach mitgeführt. Das war's, bis zum nächsten Mal.